ich durfte letztes Jahr schon dabei sein und bin jetzt wieder dabei. Das heißt, es hat mir wirklich gut gefallen und es ist natürlich toll, gerade als Student, wenn jetzt was, oder Studentin, wenn was umgesetzt wird, wenn man was planen darf. Und letztes Jahr war es wirklich so, dass Sachen, die man selber designt hat, umgesetzt worden sind. Das heißt, ich bin sehr positiv überrascht oder sehr davon überzeugt, dass da wieder was super Cooles rauskommt. Ich bin hier in Feckig aufgewachsen und da vorne in die Schule gegangen und ich kenne das Gebäude eigentlich sehr gut soweit und es ist total spannend. Es hat so ganz viele kleine Feinheiten und die Architekten und die ganzen Produktdesigner machen sicher wie jedes Jahr was Spannendes draus. Also es ist wirklich jedes Jahr anders und jedes Jahr steht irgendein anderer Teil im Fokus. Das wird sehr super. Die Teilnehmer kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen wie Kommunikationsdesign, 3D-Design. Wir haben eine Teilnehmerin, die eigentlich aus dem Innenarchitekturbereich kommt, das nun mit Raumdesign Installationen verbinden will. Und ja, eigentlich eine recht bunt gemischte Gruppe, die sich jetzt dem Thema Zeit annimmt. Es gibt zwei Gruppen in der Architektur. Es gibt den Außenbereich von der Pullbar und den Innenbereich. Beim Außenbereich hat sich der Entwurf so Richtung Illusion zugespitzt. Da wird jetzt wahrscheinlich mit sehr abstrakten, einfachen geometrischen Formen gearbeitet und die so eine gewisse Zeitlosigkeit symbolisieren. Es geht letztlich um diese Schere auch zwischen Kunst und Architektur, wobei Architektur hier prototypisch auch für Design steht im Gesamten. Sprich um eine auftragslose Arbeit einerseits beim Künstler, wobei die Frage ist, ist das wirklich auftragslos an einer sogenannten auftragsgebundenen Arbeit im Design oder der Architektur? Ja, viele Dinge realisiert man ja erst quasi im Nachhall des Ganzen, das heißt, man lässt das Ganze sich setzen. Dann geht es natürlich darum, dass man das Gehörte reflektiert. Ich habe mein Feedback schon deponiert, aber die Richtung jedenfalls ist eine sehr gute, würde ich sagen, und ich bin zuversichtlich, dass der Pullbar-Generator wieder sein Ziel erreichen wird. Natürlich geht es bei der Präsentation, die wir gesehen haben, jetzt darum, dass alle auf dem gleichen Stand sind, weil zunächst die Architekten begonnen haben zu gestalten. Und daran sollen jetzt die anderen Gruppen anknüpfen. Das heißt jetzt noch nicht, dass alles fix ist, aber es ist eine Linie vorgegeben, an der man sich orientieren kann. Und das war der Hauptzweck dieser Zwischenpräsentation. Wir stehen bei einem Endkonzept, das, glaube ich, für alle Teilnehmer gut vertretbar ist. Das ist ja auch das Ziel des Projektes, die Pullbar in einem guten Sujet und einem guten Konzept vertreten zu können, aber natürlich nicht in einem klassischen Werbekonzept. Das ist auch das Ziel im Pullbar-Generator.